Und es gibt im Prinzip drei Hauptgründe, warum Marketing in B2B SaaS oder IT-Unternehmen nicht funktioniert. Und der erste Grund ist, dass sie alles für jeden anbieten. Also man hat keine klare Positionierung. Und auch wenn man alles für jeden machen kann, sollte man nicht so werben, sondern man sollte sehr spitz sein, sich einzelne Zielgruppen raussuchen und eine spezifische Message nutzen. Das funktioniert dann deutlich, deutlich besser, vor allem hier auf LinkedIn. Der zweite Grund ist, der Content ist nicht relevant. Das heißt, man nutzt vielleicht irgendwelche Whitepaper, die aber gar nicht relevant sind, ja, die gar nicht interessant genug sind, die kein Problem ansprechen, erwartet aber dann, dass wenn sich jemand so etwas herunterlädt, dass er dann eine Leistung für 10, 20, 50 oder 100.000 Euro bucht. Das wird in der Regel nicht funktionieren. Der Content muss spezifisch sein, der Content muss gut sein und muss auch eine gewisse Expertise vermitteln. Und drittens ist der Nurturing-Prozess. Also was passiert eigentlich danach? Generiert man jetzt nur Leads und hört dann auf? Macht man Demand-Gen richtig? Das ist ganz, ganz wichtig, weil da gehen die meisten hin und haben vielleicht eine Lead-Kampagne, haben vielleicht eine Outreach-Kampagne, aber dann hört es schon auf. Und da sollte man sich wirklich überlegen, wie kann ich denn die potenziellen Interessenten in einem Kreislauf halten, dass die immer von mir hören, dass ich immer top of mind bin, dass wenn das Problem später auftritt, dass der potenzielle Kunde sagt, ah, da war doch Unternehmen XY, die können das Problem lösen, bei denen melde ich mich. Und wenn sich dann jemand meldet, dann sind das auch richtig warme Kontakte, die direkt kaufen.